kann denn meinen Ton kontrollieren? Macht das auch die Regie? Wir sind jetzt auf Sendung, ne? Ja, danke.
Gruppenspiel zwischen Österreich und Deutschland im Wiener Prager Stadion. Die deutsche Mannschaft in weißen Hosen und grünen Trikots, auf dem Bildschirm also Dunkeltrikots. Starek. Asil. Beide Mannschaften versuchen in diesem Spiel, das wissen Sie, es ist also gewissermaßen ein Punkte-Länderspiel, versuchen einen möglichst großen Schritt auf dem Weg nach Mexiko 1970 zurückzulegen. Beckenbauer. Zunächst die deutsche Mannschaft im Tor, Sepp Maier von Bayern München. Dann die Viererkette mit Berti Vogt, Nummer 2, Beckenbauer, die Nummer 4, Schulz, die Nummer 5, Höttges, die Nummer 3. Weber hat die Nummer 6, Netzer, die Nummer 10. Dann die Angriffsreihe mit Dörfel, Nummer 7, Ulsas, Nummer 8, Müller mit der Nummer 9. Und Sigi Held mit der Nummer 11. Auch die Österreicher spielen in der vorgesehenen Aufstellung. Ich werde Ihnen die Spieler so oft wie es geht zu Beginn des Spieles nennen, damit Sie nachher wissen, wer ist. Es herrscht hier im Wiener Praterstadion eine angenehme Temperatur, etwa 15, 16 Grad. Der Rasen ist feucht, aber in gutem Zustand. Beckenbauer, Müller, Netzer, wieder Beckenbauer, Sigi Held. Ja, das war ein Foul des Spielers mit der Nummer 2. Das ist Pum, der in Deutschland, man könnte sagen, als Gastarbeiter, als österreichischer Gastarbeiter bei Bayern München spielt. Netzer tritt diesen Freistoß, Entfernung etwa 20 Meter. Es gilt hier die 13-Mann-Regel. Es können also zwei Spieler beliebig ausgetauscht werden zu jeder Zeit des Spiels.